Wir alle kennen den Satz des Thalers, aber nur ganz wenige kennen auch die Geschichte dahinter. Der Satz des Thalers besagt, wenn ihr eine waagerechte Linie zeichnet und ans Ende der Linie die Punkte A und B setzt und dann einen Halbkreis darüber zieht, dass ihr dann euch irgendwo einen Punkt auf dem Halbkreis aussuchen dürft, zum Beispiel diesen hier, den wir jetzt mal C nennen. Und wenn wir dann die drei Ecken miteinander verbinden, dass sich dann immer ein rechtwinkliges Dreieck ergibt. Und das ganz egal, wo der Punkt C hier auf dem Halbkreis liegt. Kleiner Funfact, Thales hat diesen Satz überhaupt nicht erfunden. Der wurde schon lange vor seiner Zeit von den Ägyptern benutzt. Aber er war der Erste, der ihn bewiesen hat. Wir schauen uns mal an, wie man den Satz denn beweisen kann. Und dafür braucht man zwei zentrale Infos. Zum einen muss man wissen, dass die Innenwinkelsumme bei einem Dreieck immer 180 Grad beträgt. Und man muss wissen, dass bei einem gleichschenkligen Dreieck die Winkel an der Basis gleich groß sind. Wenn wir uns hier einen Kreis vorstellen, dann nennt man ja den Mittelpunkt bei dem Kreis M, den haben wir auch hier mal eingezeichnet. Und die Strecke vom Mittelpunkt zu jeder beliebigen Stelle des Kreises ist der Radius R. Das heißt, wir haben hier einmal die Länge R, wir haben hier einmal die Länge R und wir haben von dem Punkt C aus auch nochmal eine Linie direkt zum Mittelpunkt eingezeichnet, die auch die Länge R hat. Dadurch ergeben sich dann zwei neue Dreiecke, die, Achtung, gleichschenklich sind. Denn dieses rechte Dreieck hat hier die gleichen Schenkel R und R und dieses linke Dreieck genau das gleiche, hier die Länge R und da die Länge R. Wir schauen uns jetzt wieder unser ursprüngliches Dreieck an und das muss ja eine Innenwinkelsumme von 180 Grad haben. Das setzt sich aus den Winkeln Alpha, Beta, Alpha und Beta zusammen. Also Alpha plus Beta plus Alpha plus Beta muss 180 Grad ergeben. Und das können wir auch schreiben als 2 mal Alpha plus Beta muss 180 Grad ergeben. Jetzt teilen wir auf beiden Seiten durch 2. Dann haben wir da stehen Alpha plus Beta ist gleich 90 Grad. Und jetzt schauen wir nochmal oben rein. Alpha plus Beta ergibt 90 Grad. Das heißt, in unserem ursprünglichen Dreieck ergeben diese beiden Winkel schon zusammen 90 Grad. Und wir müssen ja auf 180 Grad kommen. Das heißt, dieser Winkel hier oben, der muss immer 90 Grad groß sein, damit man eben auf die 180 Grad kommt. Wie sieht's aus? Habt ihr den Beweis verstanden? Falls ja, dann könnt ihr mal euren Mathelehrer fragen, ob der denn auch kann. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.